Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Ihr seht, ich bin nicht bei Amy eingeloggt. Ich bin heute auf dem Account von einer ganz lieben Zuschauerin und zwar von Bianca Beachlake. Und zwar verpassen wir ihr heute ein komplett Umstyling. Heißt neues Outfit und neues Pferd. Ich bin mal gespannt, was draus wird. Wir müssen auf jeden Fall gleich erstmal in ihren Heimatstall reiten. Ich habe absolut keinen Plan, wo der ist. Deswegen lasse ich mich gleich mal abholen und gucken, wo wir landen. Also wenn wir gleich bei Steve landen, dann wäre ja schon, ja, echt peinlich. Wir gucken jetzt mal hier in ihren Rucksack. Okay, wow, der ist echt verdammt schön geordnet. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, wir lassen uns jetzt mal abholen. Bitte lass uns nicht bei Steve landen, das wäre schon echt beknackt. Oha, okay, wir hatten Glück, wir sind in Moorland. Wir hatten tatsächlich Glück. Wir gucken uns jetzt nämlich mal an, was sie für Pferde hat, weil wir ja, wie gesagt, kein einziges Pferd doppelt kaufen wollen. Oha, wie viele Pferde sie bitte hat. Wie geil ist das denn? Ich habe niemals so viele, oder habe ich schon so viele Pferde? Ich glaube nicht, oder? Absolut kein Plan. Ich werde mir auf jeden Fall erstmal jetzt ein Bild davon machen, weil ich das auf jeden Fall auf meinem Handy hier brauche, weil wir, wie gesagt, absolut kein Pferd doppelt kaufen möchten. Wir gucken jetzt auf jeden Fall auch mal, was sie für Frisuren hat und für Make-up. Das Make-up ist zwar schon echt nice, aber Umstyling ist Umstyling, ne? Wisst ihr Bescheid, meine Freunde? Okay. Okay. Ich habe einen Plan, glaube ich. Ich habe einen Plan. Also pferdtechnisch gerade noch nicht, aber irgendwie habe ich einen Plan. Okay, Leute, ich glaube, ich habe einen Plan, aber ich will jetzt nochmal mir kurz hier die Klamotten angucken. Weil, nee, nicht, dass ich da auch noch irgendwas doppelt kaufe. Das wollen wir nicht. Oh Mann, warum sind immer alle so ordentlich? Das ist so krass, wenn man mal in meinen Rucksack guckt und in meinen Schrank, da denkt man sich, Alter, nee, da will man einfach absolut schnell wieder weg. Oh wow, okay. Also wie gesagt, Leute, ich habe einen Plan, deswegen werden wir diesen Plan jetzt verfolgen. Ich habe gesehen, dass die liebe Bianca noch kein Finnpferd hat. Und daher, ich die Finnpferde, wo auch immer es die nochmal gibt. Wo gibt es die nochmal? Daher sie, wie gesagt, noch kein Finnpferd hat und ich die sehr, sehr, sehr schön finde und mir bald den schwarzen kaufen wollte, dachte ich mir, ich kaufe das schwarze Finnpferd. Also ich finde die Pferde total süß. Wie das hier. Das hier, nein, Alter, bitte nicht. Wir wollen hier nicht hin. Wir wollen das andere uns holen. Genau, daher ich mir das hier gerne kaufen möchte, auch auf meinem Account. Dachte ich mir, kaufen bei ihr das hier. Ich gucke nochmal vorsichtshalber, nicht, dass es hat. Nicht, dass sie dieses Pferd schon hat. Nein, sie hat es nicht. Gut, dann kaufen wir auf jeden Fall das hier. Ich habe absolut keinen Plan, wie ich es nennen werde. Aber da gucke ich jetzt mal, was wir hier so für schöne Namen finden. Okay, Leute, ich habe einen Namen gefunden. Ich werde, ja, was ist es, ein R, sie, werde ich Bubblegum nennen. Ich finde den Namen super geil für dieses Pferd. Also ich hoffe, sie freut sich darüber. Und wir drücken jetzt mal auf Kaufen und dann gucken wir jetzt mal, was wir so, ja, an Outfits für dieses Pferd finden. Ich weiß bei Frisuren bei ihr nicht. Ich glaube, da gucke ich jetzt auch noch mal ein bisschen rum. Okay, Leute, ich weiß, welche Frisur ich ihr kaufe. Dafür müssen wir nach Jalaheim. Mal gucken, wie das endet. Ich habe absolut keinen Plan. Ja, also irgendwie keine richtige Richtung. Also ich hoffe auf jeden Fall, sie freut sich am Ende darüber. Weil wenn das nicht so ist, dann wäre das schon ziemlich, ja, blöd. Huch, wir müssen hier rein, genau. Und zwar werde ich der guten die gleiche Frisur, die sie gerade eben anhat, nur in blond kaufen. Oh Gott, ist die teuer. Oh nein, das tut mir jetzt leid. Aber keine Ahnung, die ist schön. Ich glaube, sie hat dieses Make-up noch nicht, sonst würde es auf jeden Fall angezeigt werden. Nee, ich traue mich nicht. Das ist so teuer, Alter. Das tut mir am Ende voll leid. Nee, wir gucken mal, was sie bei sich hat. Ich will nicht so viel ausgeben. Die Route, die braucht auch noch selber Besitz, Darkholz. Okay, wir lassen uns jetzt abholen und dann gucken wir mal, was wir ihr für ein Outfit zusammenstellen. So, Leute, wir sind im Heimatstall angekommen. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall erstmal unser Pferdchen raus, was wir gerade gekauft haben. Den guten Bubblegum. Wo ist er denn? Da oben ist er. Ey, das macht mir richtig Angst. Stellt euch mal bitte vor, wir hätten dieses Pferd schon. Das wäre absolut Horror. Das würde mir so leid tun. Wo steht es? Da steht es. Oh Gott, nicht, dass sie diesen Namen auch schon hat. Oh, Green Tea, bla 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 bla, bla. Bitte nicht. Oh Gott, ich dachte gerade Bubblegum. Ich krieg hier noch einen Herzinfarkt. Ich dachte, hier steht Bubblegum. Oh, knapper Scheiß, stellt euch mal vor.
Was ziehen wir ihm, er sie jetzt an? Ich würde auf jeden Fall sagen, erstmal schwarze Trense und schwarzes, ja, wie nennt man Sattel? Lol, bin ich dumm. Ich gucke jetzt erstmal kurz in ihren Schrank. Ich will erstmal gucken. Nicht, dass ich irgendwas kaufe und dann denke ich mir so, das sieht aber eigentlich voll cool aus. So, ne, wisst ihr Bescheid? Sowas sieht cool aus. Was gibt es hier an Oberteilen? Tops? Wollen wir wetten, es gibt wieder absolut kein Top, was zu diesem... Satteldecke passt. Ich wette mit euch, weil eigentlich sieht das voll cool aus. Na. Ich will mal ganz kurz gucken, ob sie diese eine Hose hat, diese mit den Strümpfen. Die fände ich nämlich eigentlich ganz cool. Die wollte ich hier, glaube ich, sowieso... sie hat diese Hose noch gar nicht. Oder? Oder liegt das jetzt an den Schuhen? Moment, ich brauche andere Schuhe. I need andere Schuhe. Hat sie dieses Höschen schon? Diese Hose mit den Strümpfen? Ich will mal ganz kurz gucken, wie ihr Ruf hier ist. Weil wenn ihr Ruf... Auf, wo ist es denn? Wo war denn das? Genau, Jalaheim. Freundlich. Ah, schade. Okay, sie hat noch nicht das Level beliebt erreicht. Sonst hätte man ihr diese Hose mit den Socken kaufen können. Diese schwarze, die es in Jalaheim gibt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, welche ich meine. Oh no, ich bin so wählerisch. Was soll ich nur tun? Ich weiß nicht, aber sie hat gesagt, Umstyling. Also will ich hier jetzt nicht irgendwas kaufen, was sie schon hat, oder? Ist das nicht der Sinn eines Umstylings? Okay, Leute, wir kaufen ihr nur neue Pferdesachen. Ich will nicht ihre ganzen Starcoins rausballern. Das tut mir am Ende voll leid. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Heißt... Oh Gott, nein, das ist so teuer. Leck mich alle. Wo haben wir... Ihr seht keine weißen Schleifchen. Das triggert mich jetzt. Dann kommen wir nur die weißen Schleifchen. So, das Pferd finde ich absolut süß. Jetzt gucken wir, was unsere liebe Bianca für ein Outfit kriegt. Ich hätte gerne ein schwarzes Höschen. Warum gibt es kein richtiges Höschen bei ihr? Schwarze, hohe Schuhe. Einfach schwarze, hohe Schuhe. Schwarze, hohe Schuhe. Ja, die hier, aber die sehen so unpassend aus. Also irgendwie, keine Ahnung. Mir gefällt die Hose und die Schuhe nicht. Das triggert mich ja jetzt mal anders hart hier. Also so fände ich es eigentlich noch cool, das Oberteil in die Hose. Ich weiß nicht, Füße. Ich finde dieses Schwarz, diese Schuhe von diesem Schwarzen sehen ein bisschen. Da finde ich die viel, viel geiler. Ich weiß nicht, die haben halt auch keine Werte, die sie da hatte. Ja, I don't know. Ich habe halt gesagt, eigentlich, keine Ahnung, Umstyling ist ja eigentlich neue Sachen kaufen. Deswegen, oh Gott, nee. Also ich würde hier halt, wenn so hohe Schuhe drauf klatschen, die sehen nämlich echt geil aus. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach in Vorschau. Nee, genau, die drei Sachen würde ich hier noch kaufen. Oh Gott, das Oberteil ist so teuer. Scheibenkleister. Okay, komm, wir kaufen ihr jetzt noch das und das Oberteil. Nehmen wir dieses eine hier. Sonst ist mir das hier tatsächlich ein Tucken zu viel. So, und jetzt, genau, outfit-technisch haben wir es, glaube ich. Gucke ich nochmal nach einem anderen Make-up und dann sind wir, glaube ich, auch schon fertig. Ich finde das Outfit mega geil. Ich weiß nicht, wie findet ihr es? Ja, würde ich dieses normale nehmen, weil, keine Ahnung, ich finde, das passt jetzt nicht dazu, was die gerade anhatte. Aber ich finde das Outfit mega geil und das Pferd sowieso. Wir reiten jetzt erstmal irgendwo hin. Ich schwöre, ich würde genauso selber rumlaufen, 1:1. Das Pferd kaufe ich mir sowieso noch. Also Bubblegum ist, finde ich, mega der geile Name. Aber wie findet ihr es? Schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich hoffe, es ist nicht schlimm für dich oder weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, sonst irgendwas. Aber ich finde das Outfit mega schön. Und ja, ich hoffe, euch hat das Experiment gefallen. Sowas kann ich gerne öfter machen. Das macht nämlich irgendwie voll Bock. Fällt mir gerade auf. Genau, wir sehen uns beim nächsten Video und ich hoffe, ihr habt alle noch einen ganz schönen Tag. Tschüss!